Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Wie ihr seht, es geht wieder um Funhole. Ich habe gedacht, 1523 Teile aus dem F9029 will ich nicht alleine machen. Da habe ich mir gedacht, komm, Klemmziller, Klemmi, soll mal helfen. Das sind jetzt nicht zwei Personen, das ist nur eine. Der sitzt da drüben. Ja. Ja. Ja, dann wollen wir mal schauen. Erstmal den Karton von allen Seiten. Mit Beleuchtung selbstverständlich. Ja, jetzt haben wir ihn einmal rumgedreht. So, der ist schon geöffnet. Ich habe den aufgemacht, weil ein Zuschauer gemeint hat, da wären jede Menge Aufkleber drin. Und da habe ich natürlich aufgemacht, weil ist schon geraume Zeit hier, sagen wir es mal so. Sehr geraume Zeit, oder? Ja. Ja, gut, okay. Und da habe ich dann nachgeschaut, ob das wirklich stimmt. Es stimmt. Und das wird er jetzt gleich sehen. Deswegen ist er bereits offen. Normalerweise machen wir den auf, wenn wir den Film drehen. Eine dicke, fette Kladde. Und hier sind die Aufkleber. Ansonsten alles andere Drucke. Weil das sind alles Kleinteile. Das sind, das ist ja ein Laden, ein Landladen, sowas ähnliches wie ein Hofladen. Ja. Genau. Und die ganzen Produkte, die alle zu bedrucken. Was soll dann das Set kosten? Das wäre Wahnsinn. Es ist trotzdem noch eine Menge bedruckt. Ja. So, dann wollen wir das Ganze mal ausschütten. Jetzt ist es laut. Werden wir den Kasten hier irgendwo hin? Können wir Ja, probieren, ich ja. werde leider hier vor unser Schild stellen müssen. Aber das wird uns bestimmt der Spender nicht übel nehmen. So, hier haben wir einmal F, da sind die ganzen Teile drin für Beleuchtung. Das sind Sonderteile, die extra dafür angefertigt worden sind, damit sie nicht irgendeinem, der aus Europa ist, auf die Nerven gehen. Das finde ich cool, dass sie so schnell reagiert haben. Ja gut, man weiß es, wer dann nicht reagiert, ist eben halt selber schuld, oder? Ja, also wer jetzt nicht mehr reagiert hat, wirklich Wie heißt es gelitten. schön? Den letzten beißen die Hunde. Ich gebe dir mal auch so ein schönes, ruhig armes Oh ja. Körbchen. Du weißt doch ganz genau, dass ich gerne Krach mache. Hier sind die Figuren drin. Die werde ich zuerst zusammensetzen.
So, F90 29.523 Teile ist fertig. Fangen wir erstmal mit dem Dings an, also die Bauanleitung. Die Papier ist klasse, gibt kaum Probleme. Online genauso gut. So, dann haben wir hier das normale Service-Heftchen. Wenn irgendwas fehlen sollte oder defekt ist an der Elektronik, könnt ihr das damit nachbestellen. Kostenfrei. Das sind die Teile, die über sind. Da ist auch die Halterung von der Box dabei. Nämlich jener. Wir haben aber unsere, diese schwarze, die liegt jetzt hier dahinter. Ein Teiletrenner, eine Pinzette. Achtet bitte in der Bauanleitung darauf, wie ihr die mit dem Licht verwenden könnt. So, die zwei Tüten sind leer, die kommen da auch rein. Hier sind noch ein paar Arme und ein paar Hände für die Figuren. So, das haben wir jetzt schon verklickert. Da ist auch die Halterung von der kleinen Box hinten dabei. Und dann haben wir hier was ganz Besonderes. Das kann jetzt auch da rein. Es sind 14 extra Sticker. Die sind zusätzlich da. Wenn ihr euch mal verkleben solltet oder einfach, wie wir es jetzt zum Beispiel machen, wir schneiden das Ding jetzt hier ab und legen es an die Seite. Denn die Sticker kann man immer mal gebrauchen. Genau, bei einem habe ich mich sogar verklebt, den habe ich wieder abgezogen und habe dann den Ersatzsticker benutzt. So. Das kann man dann hier oben drauf tun. Ja. Ach, das drehe ich so hin. Ja, dann würde ich doch mal sagen, vier herrliche Figuren. Ich werde mal ein bisschen größer machen. So, hier sind die schönen Figuren. Ein Dalmatiner als Hund. Dann haben wir hier noch eine Schiebkarre. Die meisten sagen Schubkarre, aber es ist eine Schiebkarre. Ja, egal. Mit Blumen drin, einer Schere. Ja, wenn mal irgendwas zu lang ist, einfach abschneiden. Zum Blümchen schneiden halt. Ha? Zum Blümchen schneiden für den Garten. Ja. So, und dann haben wir die Hütte. Jawohl. Den Farmstore. Wir blenden auch selbstverständlich das Video von Funhole mit ein, damit ihr seht, fantastische Animation, da brauchen wir keine zu machen. Wir machen das jetzt hier schön hell und danach kommt die Animation von denen, dann seht ihr die einzelnen Sachen von der Hütte. Gab es irgendwelche Probleme mit dem Bauen? Ja, am Ende gab es hier mit dem Dachschrägen gibt's ein bisschen Probleme. Die sind leicht nach vorne abgekippt. Wir haben erst gedacht, es wäre ein Baufehler. Nein, es ist so. Anders kriegen wir es nicht hin. Keine Ahnung warum. Ich habe so die Befürchtung, es liegt hinten an den Noppen vom Dach, dass die das nach vorne kippen lassen. Gut. Das ist dann das Einzige, was da ist. Wie sind die Steine? Gut. Sehr ich habe ja auch mit aufgebaut, bei mir waren sie bestens, nicht nur gut, bestens. Dann die Transfersticker, die ich aufgebracht habe. Dafür gibt es hier zwei Daumen von mir, aber hundertprozentig. Auf jeden Fall. Ja. Die, die ich aufgebracht habe, bis auf einen, alles top. Da hat er gezittert. Jetzt sag nicht, der hätte verkauft, der hätte gesagt, hier, ich will schief drauf. Da war zu viel Schwerkraft. Zum Glück ist ein Ersatzsticker dabei und dann ging das auch. Und so sieht das Ganze beleuchtet aus. Ich gehe jetzt noch mal näher ran. Fantastisch. Mir gefällt das Teil. Vielleicht könnte man ja mal schauen, dass wir das hier irgendwie ein bisschen höher kriegen. Vorne. Ohne dass wir da jetzt irgendwas abreißen. So. Noch ein Stück höher, noch ein Stück höher, noch. Kann man ein bisschen reingucken. Jawohl, jetzt ist das Ganze richtig schön. Es hat vorne die zwei Glastüren, auf den Seiten jeweils eine Tür und hinten den prächtig erleuchteten Super-Kühlschrank
Den Ford 3000. Sieht, ja, mit Licht. Fantastisch, sage ich euch. Also ich war begeistert. Ich bin da restlos begeistert von. Ja, jetzt werde ich mal gucken wegen Zoom. Ja. Also. Schaut es euch an. Es ist herrlich. Fantastisch. Und das hier oben, das ist ein einziger Druck. Das Ding wurde zusammengesetzt und dann mit dann bedruckt. Und so wurde es dem Set beigelegt. Also jedes Set hat so ein Ding dabei, aber extra gedruckt. Ja. Das ist auch ein Druck. Das hier ist ein Druck. Auf den ganzen Gläsern. Also die Kombination zwischen Drucke und Sticker finde ich klasse. Ja. Finde ich super. Die ganzen Deckel von den Gläsern und Marmeladen und so, das sind alles Drucke. Herrlich. Fantastisch. Jetzt versuch's mal so ein bisschen. Ja, da seht ihr jetzt mal einen Einblick. Und jetzt auf die andere Seite. Allein was außen abgeht an dem Ding. Da ist die große Theke. Ja. Wie gesagt, die Animation von Van Hout spielen wir da noch mit ein. Ich finde es klasse. So. Es ist ein bisschen modular, würde ich mal sagen. Von der Rückseite her. Du bist ja auch zu sehen. Kann man, ja, ich bin auch zu sehen. Kann man hier das Dach öffnen und kann ein bisschen reingucken. Ja, dann dreht doch mal ein bisschen, wenn man mal gucken kann. Nimm die Batteriebox mit. Die Anschlüsse für den Strom sind hier hinten schön verlegt. Gehen dann teilweise unterirdisch da rein. Finde ich genial gemacht. So, wir sehen hier den großen Kühlschrank. Ich habe den aufgebaut hier, also ist heftig. Und dann kann man reingucken. Bespielen nicht. Das Dach hier vorne geht nichts einfach modular ab. Da muss man einiges abbauen. Das hier finde ich auch eine geniale Idee mit dem Glasdach für den Garten. So ein kleiner Wintergarten nebendran. Ich finde es ein schönes Gebäude. Geiles Teil. Ich bin froh, dass wir es haben. Ja. So. Deckel drauf. Ja, jetzt kannst du wieder runter tun. Ja. Du kriegst die Finger unten nicht mehr raus. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ja, nachdem man es zweimal abgerissen hat. So, drehen wir es wieder zurück. Auch die Seite hier finde ich genial. Dann liegst du mal an. Das ist ein bisschen arg mehr. Ja. So ein kleiner Garten. Wenn du das ganze ein Stück nach hinten machst, sieht man auch besser. Siehst du? Geht doch. Ja. Ne? Alles, was so verkauft wird. Ein kleines Vögelchen oben sitzt noch. Das wird aber nicht verkauft. Also da geht wirklich eine Menge ab. So. So. Ja, dann würde ich sagen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir werden das Ding zweimal ansetzen. Einmal den Aufbau mit Speed. Und dann einmal werden wir ihn wahrscheinlich auf zwei oder drei Teile komplett reinsetzen im Normal-Text-Durchgang. Mal schauen, wie wir das machen. Das wissen wir noch nicht genau. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir bedanken uns bei der Firma Van Hout, dass wir das Produkt vorstellen dürfen. Ja. Ich gebe dem Produkt 2 Daumen. Ich auch. Und auch euch danke fürs Zuschauen. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.